Ich begrüße die Runde heute, die hier zusammengekommen ist. Ich bin gebeten worden, bevor ich anfange mit dem Vortrag, darauf hinzuweisen, dass das, was ich sage oder befürworte, also nichts mit blauer Himmel zu tun hätte. Bin ich ausdrücklich gebeten worden, würde ich auch gerne machen. Ich habe auch kein Problem, das unter eigener Verantwortung zu stellen. Bloß ich sage mir eins, wenn man sich von allen distanziert und sich von allen gleichschalten lässt, dann kann man auch nichts bewegen. Es ist wie, als wenn man im Prinzip die Deichsel abmacht und den Wagen dann dort treten lässt, dann bewegt er sich nicht. Er braucht schon eine Zugkraft. Und die Zugkraft ist unsere Position und unsere klare Aussage, wo es lang gehen soll und was man lieber vermeiden soll. Gut, möchte ich trotzdem vorne weggeschickt haben. Zu meinem Werdegang. Ich komme aus der Friedensbewegung der ehemaligen DDR. Wir haben also seit 1978 angefangen und dann im Sommer ging das los, Landeskirche, und dann bin ich nach Flöha gezogen, wer die Ecke noch kennt. Ja, und nach Wende haben wir ja gedacht, na, prima, alles Bundesrepublik, die blühenden Landschaften und die großen Erfolge lassen ja dann lange auf sich warten. Dass das etwas anders gekommen ist und dass auch anders geplant war, das konnte damals noch keiner ahnen, aber so 8 bis 10 Jahre später zeichnete sich eine Entwicklung ab, wo wir gesagt haben, voilà, was ist denn hier los? Und ich habe gesagt, solange wir keinen Friedensvertrag haben, gibt es keinen Grund, die Friedensbewegung aufzulösen. Weil der Friedensvertrag sichert dem Land die Souveränität. Solange wir keinen Friedensvertrag haben, läuft der Krieg noch. Auch wenn das Krieg in Zeitlupe ist und nur zu Silvester Böllerschüsse losgelassen werden, ist es formal noch ein Krieg. Und solange der Krieg noch läuft, haben wir die Besatzungsstatuten. Und mich wundert schon, dass ein Gregor Gysi vor 2-3 Jahren gesagt hat, er wundert sich, dass die Besatzungsstatut immer noch gilt. Ich erinnere mich daran, dass er zur Wendezeit ja mit die Verträge mit ausgearbeitet hat und in der Verhandlung mit den 4 Alliierten auch die Linken mit dort zugange waren, weil sie mit Bündnis 90 Grünen auch mit zu tun hatten. Und da musste ihnen klar gewesen sein, dass die damalige DDR-Regierung unter Kohl und Genscher großen Wert darauf gelegt haben, dass es nicht zu einer Friedensregelung kommt. Da wundert man sich, warum sind die denn alle von Frieden? Das ist komisch. Ja, es hängt einfach mit der Grenzziehung zusammen. Also mit der Friedensregelung müsste dann auch die Grenzen des Staates wiederhergestellt werden. Das, was wir für unsere Grenze halten, ist die Grenze unseres Verwaltungsgebietes. Jeder Ort hat eine Grenze, jeder größere Bezirk hat eine Grenze und die Bundesrepublik hat auch eine Grenze. So, und die Grenze ist nach der Lesart des Grundgesetzes 31.12.1937. Das sagt aber nichts darüber, ob das die Staatsgrenze ist. Das ist die Grenze vom Grundgesetz. Grundgesetz kann sich jeder geben, jeder Fußballverein kann Grundgesetz machen. Grundgesetz ist ein Statut. Und in dem Lehrmaterial der Bundeswehr steht dann drin, das Grundgesetz ist unsere Bundesverfassung, ein Wort. Ja? Also Bund, Bund der Handballer, Bund der Fußballer, Bund der Kleingärtner, alles Bünde. Der Bund, den wir als Bund verstehen, ist ein Parteikonstrukt. Da haben sich ein paar Parteien zusammengetan, haben gesagt, wir machen Rot, Grün, Gelb, Blau eine Regierung. Und egal, was die Leute wählen, wir bilden, wenn es uns nicht passt, einfach eine große Koalition und regieren das Land 100 Jahre. Und hinterher weiß keiner mal so richtig, wie der Staat eigentlich heißt. Das ist das, was jetzt uns passiert. Wir haben nur ein kleines Problem. Solange wir keine vollen Souveränitätsrechte haben, können wir weder über unsere Außengrenzen verfügen, also die schützen, noch über Luftraum. Und das ist eben auch das Problem, was eben die Leute haben, die sich mit Harp und mit Chandrays befassen, weil wenn es keine Reaktionen gibt auf Grenzverletzungen, dann können die natürlich ihren Giftmittel absprühen und dann sukzessive vergiften mit dem Zeug. Ich habe ein paar Analysen gesehen, was da alles so in so einem Schandrail-Zeug drin ist. Psychopharmaka, Schwermetalle, Aluminium, und zwar Aluminium beschichtetes Silizium, also lauter kleine RFID-Chips. Und die Masse der RFID-Chips sammelt sich natürlich dann in unserem Körper und in den Organismen, die wir zunehmen. Und alles, was man danach machen muss, ist im Prinzip zu einem bestimmten Zeitpunkt die Zahlenkombination auslesen, die man irgendwo in Niere, Leber, Herz, Lunge gespeichert hat und die du dann auch nicht wieder rauskriegst. Und das ist die Grundlage für die zukünftige personelle Identifikation, der du dich nicht entziehen kannst, wenn du draußen rumgelaufen bist. Und irgendwann musst du ja mal raus.
So, und diese Sache kann man eben nur dann verhindern, wenn die Menschen in einem Land wieder über ihr eigenes Land bestimmen können. Das ist ja das Kennzeichen der Souveränität. Aber dann, wenn die Souveränität in Gefahr steht, wenn wir eine Fremdbestimmung haben, dann hört der Staat auf, ein Staat zu sein. Ein Staat besteht aus einem Staatsvolk, einem Staatsgebiet, einer Staatsmacht. Unter Vorbedingungen keine Fremdbestimmung. Und sobald es in irgendeinem Bereich eine Fremdbestimmung gibt, gibt es keinen Staat mehr. Da haben wir nur Besatzungszonen oder Handelsgebiete. Bei Handelsgebieten wisst ihr ja, wenn ihr irgendwo bei so einem Discounter an der Kasse gesessen habt, wer da Sorgen hat und dass da derjenige, der an der Kasse sitzt, nicht über die Geschicke des Geschäftes entscheiden darf. Und wir haben einfach nur zu machen, was der große Chef ansagt. Und das ist aber das, was in der Bundesrepublik eben auch ist, weil die Bundesregierung nun mal eine Firma hat. Also die ist nicht eine Firma, sondern ist ein Parteikonstrukt und die hat eine Firma. Immer die Firma Finanzagentur, immer die Firma Bundesrepublik Deutschland, Bundestag. So, das ist das, was von vielen Verschwörungstheoretikern immer falsch übergebracht wird. Die Bundesrepublik hat eine Firma. Die Bundesrepublik selber ist ein Parteikonstrukt. Und warum haben sie ein Parteikonstrukt genommen und nicht selber eine Firma? Ja, ganz einfach, weil sie sich überlegt haben, wir haben ein Parteigesetz gemacht und dort steht drinnen, dass Parteien für absolut nichts haften. Wenn sie eine Firma wäre, würden wir ja bei Insolvenzverschleppung eine Haftung machen können. Das ist natürlich beim Parteikonstrukt schlecht, weil du kannst maximal auf die, auf die Einlagen des Parteikonstrukts zugreifen. Dann kann man sich überlegen, wie groß die Portokasse vom Bund ist. Die würden ja allzu groß sein, weil die Finanzen haben sie an die Bundesfinanzagentur ausgelagert und die haftet mit 25.000 Euro. Da kann man sich überlegen, wie viel da jeder ausgezahlt kriegt, wenn es so zu einer Pleite kommt. Die Schulden bleiben aber denjenigen erhalten, die einen Personalausweis haben. Weil die sind Teil der Firma. Und die haften gemeinschaftlich unbeschränkt, weil es eine offene Handelsorganisation ist. Und dort wird bekanntlich gegen jeden vollstreckt. Dann ist die Erklärung da, warum es ein ESM gibt. Der ESM dient einfach dazu, um in den Grundbesitz eines jeden reinfetten zu dürfen. Und damit die Autos und die Häuser mehr aus dem Landes gebracht werden können, hat man also die Originale, das Grundbuch vernichtet und elektronische Kopien angefertigt. Das hat für die einen hat das Vorteile, weil sie sagen können, ja, wir haben die volle Kontrolle, wir können das leicht verteilen. Aber für den, der ja der Reststaat bleiben will, gibt es das Problem, dass eine elektronische Kopie eben keine Beweiskraft hat. Da kann jeder sagen, das kann ich mit einem Photoshop-Programm, kann ich hier einen Grundbuchauszug von 1500 noch was zaubern, wo der König irgendwas unterschrieben haben soll. Wir müssen das beweisen. Du kannst keine chemische, physikalische Analyse machen, und du hast nur Daten. Und irgendwann, wenn du ein Bild groß genug zoomt hast, hast du nur noch Pixel. Das wüssten wir beweisen, nichts. Und das haben die Russen gewusst und die haben also dann 1945 das sogenannte Kataster ausgeräumt. Das ist die Aufzeichnung der wirklichen Eigentümer. Also Eigentümer und Besitzer muss man unterscheiden. Besitzer und Eigentümer kann man ganz einfach erklären. Stellt euch vor, euch wurde eine Geldbörse gestohlen und der, der damit wegrennt, das ist der Besitzer. Ob der das wirklich durfte, weil er mein Bäcker Eis holen sollte, ist es okay, aber wenn er es gestohlen hat, ist es nicht okay. Trotzdem ist er auch Besitzer. Der Eigentümer ist der, dem die Geldbörse gehört, also der das Ding gekauft hat und der den Inhalt gekauft hat oder erarbeitet hat. So, und genauso ist es mit Grund und Boden. Der Adel, der hier rekonstruiert hat, in Sachsen und im ganzen Land, die haben alle auf ihre Rechte nicht verzichtet. Und ein paar wenige, Entschuldigung, von dem Adel, aber eben nicht alle, sind vom Freistaat angefragt worden, ob sie dann auf ihre Bodenrechte verzichten würden. Die Bodenrechte können die nicht veräußern, weil der Kaiser war pfiffig, der hat am 15. Mai 1918 eine Verfügung gemacht, dass nur er alleine über das Kriegsende bestimmen darf. Und das Kriegsende ist genau der Beginn der Souveränität, also ab dann der Staat handeln darf und handeln kann. Und dieses Kriegsende kann nur der Kaiser persönlich machen. Da würde man sagen, jetzt haben wir aber alle ein richtiges Problem. Der Kaiser ist 1943, wenn ich mich informiert bin, gestorben. Da könnte ja niemand mehr den Staat aufwecken. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Aber man muss ja wissen, wo die Kaiser herkommen. Die Kaiser haben ihre Macht von der Kirche. Wenn man noch weiter zurückgeht, wer hat der Kirche die Macht gegeben? Die haben sie sich selber genommen. Die sind mit ihren Kreuzritter über die Lande gezogen und haben den Leuten das Bodenrechte gestohlen, indem sie einfach das Land überfallen haben.
Dann habt ihr gesagt, der mit dem langen Rock da hinten, der mit der Kanne schwenkt, das ist jetzt euer neuer Bodengrundbesitzer. So, und ein paar Bauern haben es schon rum und ein paar haben es das mit sich machen lassen. Bauernaufstände. Nur als die Kirche dann versuchte, dann 10% Einkommen von den Garten Land zu ziehen, da ging der Bauernaufstand los. Tatsächlich sind die Eigentümer dieses Grund und Bodens für die gesamte Fläche, sogenannten germanischen Stammesgebiete, sind die Völker, die am Jahr 7 oder 9 die Varusschlacht gewonnen haben. Das sind die Sieger, die eigentlichen Alliierten. Das sind die, die im Norden der Neger, Wikinger waren, hinter dem Ural die Russen. Und dann ging die Landesgrenze bis runter ans Mittelmeer, Mittelmeer wieder hoch und an der Atlantikküste hoch. Das war das sogenannte Reich. Das Deutsche Reich ist nur ein kleines Teilstück davon. Das ist nicht alles. So, also das heißt, die Völker, die alle noch dazugehören, die damals gesiedelt haben, die konnten immer nur siedeln, wenn sie ein Versprechen abgegeben haben, dass die Ressourcen, also sagen der wandernden Völker, die sind immer mit der Fruchtfolge da umgezogen, das Land nicht ausplündern oder Kriege führen oder den Boden auslaugen, sondern die mussten eben alle 7 Jahre ein Ruhejahr einhalten und auch haben auch den Ruhetag gehalten bis in etwa im 4. Jahrhundert nach Christus, da hat die katholische Kirche den Kalender geändert. So, und zwar mit Gewalt. Und wer das nicht mitgemacht hat, waren einige zänkische Bergvölker in der Schweiz, in Österreich, die sogenannten Waldänzer, die haben sie dann umgebracht. Und dann hat die katholische Kirche von den 12 Völkern, die hier gelebt haben, 2 ausgelöscht. Der Haruler und das, die also nicht mehr existieren, wo auch kein genetisches Material halt mehr da ist. Ja, und dann hat sich das über die vielen Jahre weiterentwickelt und irgendwann hat die Kirche den Kaisern das Recht gegeben, dass sie die Belange aller regeln sollten, weil nicht jeder Kirchenmitglied war. Ne? Kirche ist auch nichts anderes als ein Verein, stehen dann nur alle unter der Kirchenzucht, die dem Verein Mitglied sind. Also wenn der Pastor an der Bushaltestelle irgendjemand zurechtgewiesen hat, konnte dann noch lachen und der Kirche konnte dann immer lachen. So, und damit das alles unter Kontrolle ist, hat man die weltliche Oberherrschaft den Kaiser und Königen übertragen und das, was in der Kirche war, der Kirche. So, am Ende hat die Kirche mit dem Kaiser einen Vertrag gemacht, sodass der Kaiser letzten Endes auch der Kirche Tribut zollt und macht, was er sagt. Und wenn man das nur weiter hochverfolgt, kommt man ganz schnell dahinter, dass die katholische Kirche in Rom über alles die Macht ausgebreitet hat, unter anderem auch über das Kapital. So dass also unser neues CEPA beim Vatikan verortet ist. Wenn nämlich dort der rote Schalter ist, du hast nichts mehr, wenn du da drauf drückst. Und das ist das, weshalb man es eingeführt hat, weil man braucht jetzt nur noch Bargeldverbot machen und dann hat man die absolute Macht über alle Menschen, die hier wohnen. Da kann man sich fragen, wie geht denn das? Müssen doch die Staaten und die Leute, die da wohnen, mal aufbekehren? Ja, das hat man einfach mit Parteien geklärt, das Problem. Eine Partei, die wird eben gewählt, aber das, was nach der Wahl passiert, das bestimmt nur die Partei. Also du kannst im Prinzip aus mehreren Übeln das jeweils kleinere Übel wählen und dann sagt das kleinere Übel, wir legen nochmal nach und machen ein mittleres Übel draus. Aber du hast uns ja gewählt. Und das ist das, was die Bundesrepublik und die Bundespolitik ausmacht. Zum Beispiel die Geschichte Chemtrail ist aufgezogen worden von der Royal Society mit dem Vorwand, man müsste also das Licht runterdimmen, weil die Strahlung immer höher würde. Und das würde einen Klimawandel hervorrufen. Und heute weiß man, dass also die ganzen Klimazahlen nur eine blanke Lüge sind, dass das also gefälschte Daten sind. Weil es gibt ja neben den Messstellen, die diese Organisation betreiben, auch die privaten Messstellen. Und die privaten haben sich schon mal nicht oft diktieren lassen, die Messwerte zu manipulieren. Und da hat man das irgendwann verglichen und festgestellt, ey, wer weiß was nicht. Ein Eskimo ist irgendwie frieren sich einen Arsch ab und wir sagen, es wird immer wärmer. Die können sich vor Schnee da irgendwann nicht mehr retten. Also ist was faul. Und das gab es dann eine Eskalation und vor 2-3 Jahren mussten sie wohl zugeben, Al Gore, der große Klimaprophet, dass die ganze Erderwärmung eigentlich schon fake ist und dass man halt nur eine Steuermacht auf der Rechnung halten will, um Ökosteuer und alternative Energien und sowas zu pushen. Und da stecken einfach nur Geschäftsmodelle dahinter. Wir müssen wissen, dass wir ungefähr ein Drittel bis die Hälfte der Energiekosten nur wegen diesem Klimawandel bezahlen. Und das ist das, was dahinter steckt. Wenn du eine Tankstelle fährst, hast du diese
Energieumlagesteuern drin. Wenn du Strom beziehst, hast du auch diese Energieumlagesteuern drin. Also das sind die Mehrkosten, die diese Windanlagen produzieren, die dann auf alle Energieträger so umgelegt werden, sodass du zahlen musst. Und jetzt ist es halt aber jetzt so, dass du nicht mal selber eine Solaranlage aufs Dach schreiben darfst. Dann kommt irgendwann einer und sagt, du musst das einspeisen. Ja? In anderen Ländern ist das nicht so, aber in Deutschland gibt es da eine Verordnung. So, da muss man sagen, wieso ist denn hier so ein Chaos, wieso darf denn die Europäische Union der Rheinregion und wer ist denn das eigentlich? Naja, also die Europäische Union, da hat man immer tief nachgekramt, das ist eine Bank. Also die haben die Rechtsstellung einer Bank und die Bank hat ein Parlament. Und die haben sich empfindlicherweise nicht Europäische Bank genannt, weil da würde ja jeder dahinter kommen, die haben ja gar nichts zu sagen, sondern die haben sich Europäische Union genannt und tun so, als wären sie das Europaparlament. Und das ist das, der Punkt, dass die Staaten mit der Bank halt nur Verträge schließen, weil die EZB den Staaten das Geld gibt. So hängt das zusammen. So, das heißt, in der EZB steht eine riesengroße Druckerpresse, die halten also Bundpapier raus und die Staaten gehen mit dem Bundpapier einkaufen. Die Staaten könnten auch ihr eigenes Geld haben, aber da könnte man sie auch nicht kontrollieren. Wenn Österreich noch die österreichischen Schillinge hätte und die Schweiz selber über ihre Agrarpolitik entscheiden könnte und Deutschland staatliches Geld hätte, seltsamerweise haben wir sogar noch das Geld, weil das staatliche Geld ist die Mark, ohne D. Die hätte der Kaiser außer Dienst stellen müssen, wird er leider vergessen, in Anführungsstrichen. Das heißt, die kaiserliche Mark ist immer noch Zahlungsmittel. Ich habe bloß erlebt, wie einer mit einem kaiserlichen Hunderter beim Laden bezahlt hat, dann vermutlich war der Laden da leer, weil die Kaufkraft ins Übermessliche gestiegen ist, weil es keine Inflation gibt. Also 100 Mark sind ungefähr 100 Münzen. Also da kannst du schon einen mittleren Supermarkt lag haben. Also eine Mark ungefähr eine Unz gewesen. Später ist das dann gestiegen auf 100 Unzen, also 100 Mark in Unze. Und heute wird es wahrscheinlich ein paar Preis durch die Decke gehen. Die Frage ist nur, kommt es wieder? Ich vermute nicht, weil diese Geldscheine, die also 1918 Umlauf waren, als jeden besseren Kopierer rausgezogen werden könnte, dann könntest du jetzt auch in die Echtheit der heutigen Geldscheine nicht mehr gewährleisten. Gut, das ist ein anderes Thema. Wir wollen heute eine Wirtschaftspolitik machen, sondern wir wollen ja was über Souveränitätsrechte tun. So, jetzt ist die Frage. Es fliegen im Prinzip Flieger drüber, die von der Royal Society bestellt worden sind, die mit unseren Steuergeldern bezahlt werden, damit sie uns vergiften. Also sozusagen das, was die GEZ macht, über die Medien, unsere Gedanken vergiften, ist das, was die Gentry-Flieger mit unserer Gesundheit machen. Und das, was die Frühsexualisierung mit unseren Kindern macht, ist auch eine Vergiftung. Eine emotionale Vergiftung. So, und ich wüsste nicht, was ich vergessen hätte, aber ich denke mal, Glyphosat wäre eine Sache, ein bisschen Nahrungsmittel vergiftet werden. Und der Zinseszins vergiftet unser Geld. Was dazu führt, dass wir alle 70 Jahre eine Hyperinflation haben, die schon überfällig ist. Aber ich habe gehört von Herrn Schäuble, der hätte sich schon einen Notaus an sein Rolli gemacht, damit er draufdrücken kann und uns dann das Geld vom Konto rein. Kann man nur spekulieren. Für uns wichtig ist der Ablauftag 27.10.2017. Das ist der Tag 99 Jahre, nachdem der letzte Eintrag im Kataster gemacht werden konnte. Weil sowas staatlich war. Da muss ich überlegen, was ist denn eigentlich der Staat? Und der Staat ist der durch die Verfassung bzw. durch den Volkswillen entstanden ist. Da gab es mal eine Verfassung 1848, hat sich bis 1949 hingezogen, das war die Blaupause für die Verfassung der Bundesstaaten. Ja? Und alles, was also unter dem Deckmantel bis vor der Entstehung vom Bundestag existiert hat, das ist die sogenannten Bundesstaaten, am 22. Juli 1913. Und dann hat der Kaiser auf dem Schiff, ich weiß nicht, wie es hieß, Bornholm, Ostlösch, das sogenannte Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz gemacht und hat dann die sogenannte Reichsangehörigkeit noch dazu gemacht. Obwohl das eher eine Reichszugehörigkeit ist, weil wir haben ja den Zeichen, wir sind ja keine Mitglieder vom Reich, sondern wir sind ja Mitglieder vom Staat und der Staat ist dort Mitglied, also über drei Ecken, die angeheiratet. So, unsere Staatsangehörigkeit kommt aus dem Bundesstaat. So.
Da bin ich auch gebeten worden, ich soll mich nicht von den Reichsbürgern distanzieren. Ich will mal ganz kurz was erklären. Was sind denn Reichsbürger? Reichsbürger sind entstanden durch das Reichsbürgergesetz von Paul Dönitz. Also wenn ich irgendeiner Reichsbürger um die Ecke kann und sage, also mit Nationalsozialismus will ich ja gar nichts zu tun haben. Das tun sie mal ganz schnell vergessen, das Wort. So, also wer in das staatliche Recht zurück will, um die Hoheitsrechte, die Bodenrechte und die Lufthoheit zu erlangen, der kann nur Bundesstaatangehöriger sein. Weil der Staat hat am 27.10.1918 geendet, 23.59. In der Juristerei werden nur Sekunden gezählt, danach Millisekunden macht niemand. Ne? Also 23.59 ist die letzte staatliche Sekunde und dann geht es am 28.10.1918 mit 0 Uhr los. Warum 0 Uhr und nicht irgendwann nachmittags? Hat auch wieder zu tun. Völkerrechtliche Verträge und auch Eingriffe in Staatsgewalten sind auf der Grundlage von Gesetzen. Und wenn in den laufenden Tagen ein Putsch passiert ist, ist der geordnete Tag aber der Tag davor. Und das ist genau die 0 Uhr. Also wie zum Beispiel die DDR und BRD am 17.07.1990, 23.59 gelöscht wurden. Dann lief eine Sekunde ins Leere, da waren wir eine Sekunde souverän. Und am 18.07.1990 hatten wir eine BRD und DDR im Handelsrecht, Staatsfragment gelöscht, Handelsrecht neu gemacht. Wir sagen aber im Bundestag nicht und wir sagen in der Volkskammer nicht, was wir gemacht haben. Und da fragt man sich, wie hat denn das handelsrechtliche Konstrukt das Volkseigentum geerbt? Das Volkseigentum war immer noch im Sport. Das Handelsrecht ist mit 0 oder mit maximal 25.000 D-Mark gegründet worden. Mehr können die nicht gehabt haben. Weil die Firma, die sie hatten, das war eine alte EDV-Bude, Robotron-Ableger aus der DDR, die hat man in Bundesrepublik Deutschland benannt. So ist die Bundesrepublik Deutschland entstanden. Also das, was wir als Bundesrepublik wahrnehmen. Und dann haben die das andere darunter gegangen. Also der Bund hat dann gesagt, wir nehmen das. Die DDR hat gesagt, wir lassen es einfach so laufen. Und am 18.07. nachmittags hat dann die Volkskammer über die Privatisierung des Volksvermögens entschieden, obwohl die gar nicht mehr wussten, was in der Nacht davor also beschlossen wurde. Und da muss man sagen, Täuschung im Rechtsverkehr macht den Vertrag nichtig. Und das hat die Duma jetzt vor kurzem untersucht und haben gesagt, mit der Wende ist was schiefgelaufen. Also wir sind die Leute getäuscht worden. Die Volkskammer hätte zumindest darüber informiert werden müssen, dass ihre Entscheidungsbefugnis in der Nacht nämlich schon gelöscht wurde. Also da hat Tote haben da gesessen und haben gesagt, ja, wir verkaufen euch. So, und jetzt ist das Problem, wer hat sich denn das an sich gerissen? Kohl und Genscher, da wird ja mal gesagt, wir haben die Einheit geschaffen. Die Einheit hätten sie am 17.07.1990 schaffen können, weil Gorbatschow hat es denen angeboten. Er hat dort gesessen und hat gesagt, wir wollen eine Wiedervereinigung, klasse Ding, da lege ich nochmal nach und gebe euch die Ostgebiete nochmal dazu. Und da hat mal Kohl kurz überlegt, wenn die Grenzen von 1914 wieder geschlossen sind, dann müssen wir ja unseren Friedensvertrag erfüllen, den von Brest-Litovsk. Da bin ich ja plötzlich nicht mehr Bundeskanzler. Nee, das machen wir nicht. So, und da hat er gesagt, nee, Friedensregelung kommt mehr rein. Also die Grenzen des Staates sind die Grenzen, die von 1914, aber der Rechtsstand dieser Grenzen ist das, was vom 27.10.1918 herrührt. Hat damit zu tun, die Schutzgebiete können nur durch Kündigung seitens der Schutzgebiete gelöst werden oder durch Kündigung vom Kaiser. Hat er nicht gemacht. Die Weimarer Republik hat gesagt, nee, wir wollen da nichts mehr Schutzgebiet, wollten ja Deutschland immer kleiner machen. Und Deutsch-Südwest ist also heute unter der Verwaltungshoheit von Südafrika. Neuschwabenland gehört übrigens nicht zu, weil das hat der Hitler mit Erstbesiedlung erst 1937. Ist also, wir hätten ein bevorzugtes Recht zu sagen, wir wollen die Verwaltungshoheit haben, aber gehört nicht zu den Grenzen. Dann Deutsch-Südost gehört dazu, da haben wir übrigens noch einen aktiven König, der sitzt in Ludwigsburg, ist Automechaniker und hört auf den Namen König Panzer, das ist ein echter König, der ist auch ein echter Besatzer, aber noch im Bundesstaat, weil er noch in der Schutzgebietsabkommen von Deutsch-Südost dann eigentlich. Ja, und dann gibt es noch 7, 8 andere, da guckt einfach mal nach bei deutscheschutzgebiete.de. Und das ist das, was den Staat umfasst, beziehungsweise hier die unmittelbare Reichsangehörigkeit haben. Also wer in Namibia gemeldet war, am 17.07.1990, hat die Rechtsstellung eines Bundesstaatenangehörigen erworben. Nur alleine, weil er dort gemeldet war. Uns ist es auch so ergangen.
Weil, wenn 100 Jahre lang kein Amtmann tätig war, der eine Einbürgerung hätte machen können, ist niemand von uns eingebürgert. Weder in der BRD, noch in der DDR, noch im Bundesstaat. Wir haben nur Rechte auf Rechtsstellungen. Ne? Also aufgrund eurer Herleitung, nach Geburt, nach Russland, könnt ihr die Rechtsstellung erwerben, dass man euch wie ein Bundesstaatsangehörigen behandelt. Weil wäre der Amtmann da, könnte der der Reihe nach diese Eintragung machen und dann hättet ihr in eurem Ausweis den richtigen Ort da vorne drauf und nicht den von der Weimarer Blick. Also wer meint, dass auf dem Ausweis, auf dem Reisepass ein staatliches Wappen ist, muss ich enttäuschen. Die Weimarer Republik ist nichts anderes als eine Sklavenhalterorganisation. Wir haben nichts anderes als Wirtschaftsmodell gehabt, als den Wirtschaftsstandort Deutschland in das Ausland zu vermarkten. Also das, was die Frau Merkel immer macht, wenn sie draußen rumzieht und irgendwas verschenkt. U-Boote, was ist noch so beliebt, Waffen, Autos, also ich alles zum Preis, so ein paar Köfferchen mit bunten Zetteln. So, dass dann natürlich ihr Material rausfliegt, wertloses Papier zurückkommt, muss ich alles nicht erklären. Ne? Weil wer das Recht hat, dann auf den Drucker die Geldsumme einzustellen und einen Knopf zu drücken, der hat das Recht im Prinzip diese Waren einzukaufen. Und da dieses Recht jetzt in den USA ist, ist das für die sehr bequem in Deutschland einzukaufen. Und die haben dann für uns beschlossen, dass wir Exportweltmeister werden. Liegt uns nicht so, wir würden gerne einen Warenaustausch machen. Weil es gibt ja durchaus Sachen, die die Amis herstellen, wo man sagen kann, können wir brauchen, wie zum Beispiel Flugzeugturbinen. Die laufen ordentlich, kann man nicht merken. Brett sind die, glaube ich, oder Boeing. Aber was willst du sonst noch? Wie sagt der Pittsburgh schon schön, die Amis können immer Maschinen bauen, die Zettel zählen können. Also da wird auch die erste Wahl ansparen. Das heißt, das Technologie ist eine Sache, die eben doch eher europäisch verortet ist. Und die Amis kaufen sich im Prinzip die Patente weg in München und dann bauen die das dort nach. Also das sind im Prinzip wie die Chinesen, die kaufen ein Stück und dann bauen die das in China nach und importieren das dann zum halben Preis oder hier rein. Und wir kriegen dann unsere Innovationen verkauft. So läuft's. Die Frage ist, was können wir denn machen? Unser Hauptanliegen ist ja, wir wollen diese Gentle-Fliegerei beenden. Um das zu beenden, müsste man die Bodenrechte erwerben und den sogenannten Luftraum, der darüber ist. Um die Bodenrechte zu kommen, muss man vor diesem Stichtag, also vor dem Verfall der Bodenrechte, ein Referendum machen. Und zwar über den Erwerb der Siegelrechte. Siegelrechte gibt es in jedem Bundesstaat, gibt 27 Stück. Unser Bundesstaat ist Königreich Sachsen. Nämlich der am 27.10.1918 entstanden ist. Geht man davor, übergeht man die staatliche Hoheit, geht man danach, kommt man in der Weimarer Blick raus. Wenn man einmal einen Blick rauskommt, kommt man mal sauer Vertrag rein. Und genau in dem Moment habe ich nichts mehr. Leute, die also den gelben Schein machen, sogenannten Staatsangehörigkeitsausweis, muss man mal genau angucken, steht uns Logo der Weimarer Blick drauf. Man hätte natürlich auch drunter schreiben können, sie wurden soeben gefilmt, verstehen Sie Spaß, aber das haben sie lieber weggelassen, weil sonst würde jeder gleich merken, dass es eine staatliche Waffe ist. Also dort müsste nicht mal das Reichsrat drauf, sondern da müsste das von einem Bundesstaat drauf gehen. Und zwar genau das Logo, ein Siegel, was am 27.10.1918 gegolten hat. Weil danach war der Putsch. So, das ist nämlich die sportliche Aufgabe, uns rauszukriegen. Bei einem Bundesstaatenwappen ist das ja alles noch leicht. Jetzt kommt aber noch eins dazu. Der Kaiser hat gesagt, der Bürgermeister in einem Ort ist derjenige, der am besten entscheiden kann, was für die Gegend gut ist. Und da hat er Hauptamtmänner eingesetzt. In Chemnitz gab es auch ein Stück. Die wurden von 1904 wurde das angebaut, 1907 wurden sie dann verliehen. Und dann hatte Chemnitz im Prinzip die gleichen Rechte wie kleine Kaiser. Da haben also dann im Rathaus acht kleine Kaiser gesessen und die haben das alles gemacht. Außer sie haben Hilfe gebraucht. Beziehungsweise es waren Sachen, die nie in der Gemeindehoheit waren, wie zum Beispiel Sachen der Marine und die diplomatischen Vertretungen nach außen. Das war alles Sachen, die im Bundesstaat, im Staatenbund verortet waren. Ne? Aber alles andere haben die entschieden. Alles was zum Kfz zu sagen war, was zum öffentliche Ordnung und Sicherheit, also wer denkt, es gibt keine Urweg, das ist nicht so, es gab auch zu kaiserlichen Zeiten auch Urweg, allerdings wärst du dann dort mit deinem Fahrzeug einen Unfall gebaut, eine Kuhtot gefahren oder einen Glockenzahn beschädigt, hättest du also auch mal Prügelstrafe abfassen können, weil das kaiserliche Strafgesetzbuch, die waren da nicht gerade zimperlich oder mal 2-3 Tage einsetzen. Also, es war kein Kuschelstaat, aber es ging dir recht zu. Und man hat den unnötigen Arten gemacht, ja. Sondern man hat versucht, ein hohes Strafmaß zu haben, eine hohe Durchsetzungsrate,
an dessen, um die allgemeine Ordnung im Land so weit zu stabilisieren, dass es die Kriminalitätsrate null ist. Das war das Ziel. Ist die Kriminalitätsrate null, kann es passieren, dass die Seiten im Strafgesetzbuch noch zusammenkleben, wenn sie aus dem Druck kommen, weil es einfach gerne anwenden muss dann. Und das ist das, was uns fehlt. Bei uns sind die Strafgesetzbücher zehnmal so dick und alles vollgeschrieben, weil die Richter sich ihre eigenen Gesetze gemacht haben. Die unterschreiben ihre Urteile nicht, die sorgen, dass die Ausfertigungsurteile werden, die wenden Recht an, dass sie nicht dürfen, weil der gesetzliche Gesetzgeber ist immer noch der Staat. Damit hängt es zusammen, wenn der Krieg war vor dem Stichtag. Wenn der Krieg vor dem Stichtag war und der Kaiser bei der Haager Landtagsordnung mitgewirkt hat, hat sie nicht unterschrieben. Er hat mitgewirkt, der Weimarer Blick hat sie unterschrieben. Unser Blick, das Rechtsnachfolger, der Weimarer Blick, muss also die Haager beachten. Der Kaiser müsste es nicht. Ja, wissen. Unser Blick ist aber Haager verpflichtet. Die USA hat es nie interessiert. Die Sowjetunion hat es unterschrieben und der Zar hatte keine Chance. Frankreich hat die Haager unterschrieben, England weiß ich jetzt nicht genau. Wir sind aber aufgrund, dass die Sowjetunion ihr aktives Mandat an Frankreich abgetreten hat, bis vor April im aktiven Mandat von Frankreich gewesen. Die durften bloß keine aktiven Truppen mehr reinstellen, weil da hätten sich so viele Leute, hätten da Fragezeichen hier vor ihren Augen gesehen. Also die haben im Prinzip ihre Macht nur über den sogenannten Port Republic ausgeübt, das ist ein französisches Militärgesetz. Und sagen wir mal, die Entscheidungen wurden sozusagen in Frankreich getroffen und dann ist der Richter ja angerufen worden und der hat dann die Urteile gesprochen. Weil das ist keiner merkt, denn wenn man ja hätte einen Rotlichtverstoß gemacht, hätte man eigentlich als Frankreich einen Strafbefehl kriegen müssen. Aber da hätte jeder gemerkt, dass der Bundesrepublik nicht souverän ist. Und das ist klar, dass das Unrecht ist, brauchen wir nicht diskutieren, weil die Haager Landtagsordnung setzt über den Artikel 43 das Landesrecht ein. Man muss sich überlegen, was das Landesrecht ist. Landesrecht ist genau das, was bei Inkrafttreten der Haager Landtagsordnung an dem Tag gegolten hat. Und was fortgeschrieben wurde. Wohlmerkend, wenn der Staat eine Verfügung macht, muss doch das Besatzer die genehmigen. Also, dann müssen wir wissen, was war denn beim Ersten Weltkrieg los? Gab es überhaupt Besatzer? Nein, gab es nicht. Der Kaiser hat nur gesagt, wir lassen die Amis nicht ins Rechtsgebiet rein. Dann lieber machen wir einen Waffenstillstand. Wohlgemerkt, Waffenstillstand. Ein Waffenstillstand, da braucht es aber keinen Verweser. Das hätte auch zwei Offiziere hätten das unterschreiben können. So, zu dem Waffenstillstand ist es gekommen. Den Friedensvertrag haben wir aber trotzdem, weil es gab nämlich noch einen Grenzkonflikt zu der sogenannten Bolschewiki in Russland. Und da gab es zwei Möglichkeiten. Wir hätten den Krieg hinziehen können, also keinen Waffenstillstand, da wären beide Armeen vom General Winter besiegt worden. Weder die Bolschewiki noch die kaiserlichen Truppen, die dort gestanden hätten, noch Napoleons Truppen hätten dort irgendeinen Stich gesehen. Die wären alle komplett erfroren. Also die finnische Lösung. Der finnische Winterkrieg ist ja. Sind sie mit dem Korbenschlag rum, haben alle nass gemacht und dann sind sie hingegangen. Und die nächsten Tag haben sie die von Bäumen geschlagen, weil die alle Festfiguren waren. Und genau das wäre dort im Westgesetz so passiert. So, also hat man dort den Friedensvertrag abgeschlossen. Und jetzt muss man wissen, dass die heutige russische Föderation nicht der Rechtsnachfolger des Sowjetunion ist, sondern die sind Rechtsnachfolger des Zarenreichs. Zwischen dem Zarenreich und dem Kaiser ist aber davon gar nicht geschlossen worden, sondern zwischen der Sowjetunion und dem Kaiser. Und jetzt kommt die interessante Stelle. Grinin hat vor 2 Jahren gesagt, sie ziehen sich, er ist der Vertreter der russischen Föderation, den Friedensvertrag von Brest-Litovsk zurück. So, Sowjetunion ist mit der Auflösung der Sowjetunion gelöscht worden. Das heißt, wurde der Besatzer, also die Sowjetunion ist der Besatzer vom russischen Zarenreich, gelöscht, tritt die russische Föderation nur dann in die Rechtsnachfolge ein, wenn sie es wollen. Wenn sie es aber immer erklärt haben, haben sie es erklärt. Das ist der Friedensvertrag ist jetzt zustande gekommen zwischen Kaiser und russischer Föderation. Das war durch Übernahmeerklärung. Nicht alles, was die Sowjetunion gemacht hat, hat die russische Föderation übernommen. Jetzt ist es so, dass die ganzen Verträge der Reihe nach auslaufen. Also dass der Rubel dann wieder in die souveräne Währung zurückkehrt. Und auf den Zeitpunkt muss Putin warten, bevor er uns sagen kann, was mit unserem Land noch Schluss ist. Weil wir sind nämlich, weil wir keine Rechtsnachfolge von 1933 bis 1945 angetreten haben, in den Rechtsstand des kaiserlichen Notstandsrechts von 1913 zurückgefallen. Also die DDR-Bürger waren kaiserliche Staatsangehörige mit der Staatsbürgerschaft DDR.
Die DDR hat nämlich nie eine eigene Staatsangehörigkeit vergeben. Warum denn? Weil sie es nicht gedurft haben. Die Russen wussten ja, wo wir stehen. Wir haben das ja verhandelt. Die Russen haben doch Honecker und Ulbricht nicht erlaubt, eine eigene Staatsangehörigkeit zu machen. Deswegen stand nämlich in unserem Ausweis Staatsbürger der DDR. Das ist hergebetet worden. Wer sich noch richtig entsinnen kann, ist immer nur von Staatsbürgern geredet. Du bist doch Bürger. Was ist ein Bürger? Bürger ist der, der in dem Land ein- und ausgeht und seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort irgendwo hat. Und nach einer gewissen Zeit erwirbt er dort die staatsbürgerlichen Rechte. Also, wenn du 3 Monate in irgendeiner Gemeinde gelebt hast, hast du einen Bürgermeister ausgegeben, bist du eingemeindet worden. Das ist, so, ist eine Strecke, die aus dem Gewohnheitsrecht rauskommt und die schon uralt ist, bis im Mittelalter zurückverfolgt. Hat mit der Staatsangehörigkeit nichts zu tun. In der DDR haben die Oberen immer gewusst, was im kaiserlichen Recht steht. Und deswegen haben die nämlich die DDR-Gesetze sehr kompatibel gemacht zum kaiserlichen Recht. Wer das DDR-Strafgesetzbuch sich mal genau ansieht, merkt, dass die heutigen Änderungen nämlich gar nicht drin sind. Alle Paragraphen wie A, 110a oder 107a hat es der DDR nicht gegeben. Die DDR hat sehr darauf gesehen, dass sie das Recht so weit wie möglich erhalten, und zwar so lange wie der Russen noch hier war. Und in der DDR wurden Strafgesetze sehr brutal, aber gerecht verfolgt. Das ist ein netter Fall. Ja, die jüngsten Veröffentlichungen auf Facebook so weiß, ist also durchaus zu erkennen, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Entscheidend ist aber, dass wir, die wir hier sind, keine Rechtsnachfolge von 1933 bis 1945 angetreten haben. Haben wir keine Rechtsnachfolge in dieser Zeit angetreten, haben wir das Staatsangehörigkeitsgesetz von Adolf Hitler nicht erlebt. Demzufolge sind wir keine Reichsbürger. Das dann, wenn sie so ist, nicht mehr auseinanderzulehnen. Aber es gibt eine Hoffnung. Bevor der Hitler das gemacht hat, gab es am 23.03.1933, wollte er Ermächtigungsgesetz wählen. Und da haben sie den Reichstag angefackelt und da hat er gesagt, das können ja nur die Roten gewesen sein. KPD und SPD. Und da hat er einfach mit sich ein paar Mal gegriffen, hat die ins Gefängnis gebracht und hat eine Abstimmung gemacht. Natürlich Schrotz, weil wenn du eine Abstimmung machst im Reichstag und die Verhandlung, dass so viele Leute, die da verdächtigt und verhaftet wurden, kannst du dann auch nicht an einem Tag machen. Aber wenn er es unbedingt am 23.03. durchziehen wollte, hätte er alle aus dem Gefängnis holen müssen. Und dann hätten die sich erstmal einlesen müssen, das ganze Zeug. Dann kann man vorstellen, wie die abgestimmt hätten. Da hat er gesagt, machen wir nicht, wir machen das trotzdem. Und dadurch ist das ungültig geworden. Und dadurch, wenn das Ermächtigungsgesetz ungültig wurde, hat er keine Verwesungsrechte. Er kann also keine Gesetze fortschreiben. So, und das musste Merkel noch gemerkt haben, weil wenn man sich das STAG anguckt, das sogenannte Staatsangehörigkeitsgesetz, sieht man, dass das Ausfertigungsdatum vom 22.07.1913 ist. Und man muss sich überlegen, wie alt die Frau Merkel ist, ob die da schon Käse im Schaufenster war und beim Kaiser auf die Schulter gedippt hat und gesagt, kannst du mir mal unterschreiben, wir brauchen 2014, brauchen wir eine Woche in der Bundesrepublik. Und dass der Kaiser das dann unterschrieben hat. Also wer das glaubt, der glaubt an Zeitmaschinen und an hohle Erde und irgendwelche flache Scheiben, aber das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Staatsangehörigkeitsgesetz auf unserem Blick eine Fälschung ist. Weil jeder, der in seinem Ausweis Deutsch drinnen stehen hat, könnte auch die Staatsangehörigkeit vom Aldi oder vom Lidl haben. Also das ist ungefähr das Gleiche, das ist eine Handelsorganisation.